Unsere Skihütten auf der Gerlersplatte in der Zillertal-Arena sind im Sommer für Wanderfreunde, egal ob jung oder alt, der ideale Ausgangspunkt für die unterschiedlichsten Wandertouren in die Bergwelt im Nationalpark Hohe Tauern. Gleich morgens nach dem Sonnenaufgang und einem ausgedehnten Frühstück mit der Familie oder den Freunden geht es los. Direkt vor unseren Skihütten führen Spazierwege, die auch für Kinder geeignet sind, zur Duxer Alm oder zur Gletscherblickalm. Rechts gelegen von der Skihütte erreicht man in nur 20 Minuten die Duxer Alm. Hier genießen Sie vielleicht einen Eiskaffee auf der Sonnenterrasse und Ihre Kinder eine Kugel Eis. Immer wieder gibt es abends auf der Duxer Alm besondere Attraktionen, wie zum Beispiel ein Auftritt der Volkstanzgruppe Krimmel, zu der auch der Wirt gehört. Die zweite bewirtschaftete Alm, ganz nah an ihrer Hütte, ist die Gletscherblickalm mit einem herrlichen Ausblick auf den See-Durlass-Boden und zum Gletscher. Dieser Besuch ist ein Muss für jeden Gast. Hier gibt es noch einheimische Spezialitäten und dazu ein kühles Getränk. Der Wirt ist für seinen Charme und Witz überall bestens bekannt. Für geübte Wanderer bietet sich auch die Möglichkeit einer längeren Tour zur Gletscherblickalm. Rechts ab von ihrer Skihütte geht's Richtung Duxer Alm. Kurz vor der Alm wieder rechts hoch hinauf zum Plattenkogel. Gute 30 Minuten geht es hier steil bergauf. Belohnt wird man dann mit einem tollen Ausblick auf das Panorama der Alpenwelt. Jedes Jahr im August findet hier oben eine Bergmesse statt, die zahlreiche interessierte Besucher anlockt. Danach geht's an einem romantischen Wanderpfad entlang, auf der anderen Seite wieder abwärts. Vorbei an alten Almen und Hütten, auf ein erfrischendes Getränk zur Gletscherblickalm. Ein weiteres Wanderziel ist die Bärschlagalm. Von Silberleiten aus Richtung Finkau zum Gletschersee führt uns diese Wanderung immer am See entlang. Bei heißen Sommertemperaturen vorbei an den Badehungrigen. Immer auf dem schattigen Waldweg entlang bis zur Staumauer. Hier bietet sich die Möglichkeit, ein Tretboot zu mieten und den See zu überqueren. Auf der anderen Seite des Sees gehen wir dann weiter bis zur Bärschlagalm. Auch vom benachbarten Königsleiten aus gibt es viele Wanderwege, zum Beispiel zur Salzach-Jochhütte oder zur Lamachalm. Sie fahren mit der Gondel hoch zur Königsleitner Spitze und bestaunen dabei die wundervolle Aussicht. Wandern, Nordic Walking, Mountainbiken, Klettern oder einfach nur die Natur genießen. Bei uns ist wirklich alles möglich.